Hallo, wir unterbrechen unsere Expedition zum Ankylosaurus für eine Sondermeldung. Der Devlog ist draußen. Okay. Yay. Gut, das war jetzt ein wenig hochtrabend für. Hey, willkommen zurück bei Sarien mit Lumi und Gabriel, mir. und dem kleinen Testosaurus. Und natürlich suchen wir währenddessen noch ein bisschen weiter nach dem Ankylo. Aber erstmal wollen wir euch erzählen, was denn überhaupt so im neuen Devlog drin ist. Genau, ist auch Auch nur was ein, zu essen. ja, ist auch nur ein kleiner tatsächlich, weil, ja, wie schon im letzten Video vermutet, die meisten kommen gerade erst wieder zurück. Ja, aus den verdienten Weihnachtsferien. Na, verdient, darüber reden wir noch. Nein, Spaß. Natürlich, jeder braucht mal Urlaub und das ist Ja. vollkommen legitim. Sie haben, also ihre Programmierer, sie scheinen dann tatsächlich dann mehr zu haben, als was sie auf ihrer Seite selbst zeigen, arbeiten aktuell an Hotfixes für die nötigsten Sachen. Ich weiß auch nicht, ob da jetzt schon was rausgekommen ist. Nein, meines Wissens nach nicht. Ja, es war zwischendurch mal irgendwie ein Patch mit ein paar Megabyte, so 46 Megabyte oder sowas. Ich kenne jedenfalls keine Patch Notes. Falls ihr welche Ja. kennt von einem Hotfix, der jetzt bis diesen Sonntag rausgekommen ist, bis heute, gerne her damit. Genau, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber sind wir mal ehrlich, die Leute von Urvogel patchen auch ganz gerne so Kleinigkeiten, ohne irgendwas zu sagen. Ja, es ist ja auch okay. Hauptsache, Also, es funktioniert dann. Richtig, genau. man muss es ja auch nicht immer an die große Glocke hängen, wenn man jetzt einen kleinen Fitzel geändert hat. Ja, richtig. Ich hätte gerne Überflutung. Ja. Muss ich bei solchen Ebenen immer Vor denken. allem, weil das Krokodil auch hier ist und willst du mal Ja. speichern und gucken, ob du. Und ein Lippis, da ist auch noch ein Fischchen drin im Wasser. Ja, habe ich gesehen. Ein Lepisosteus. Genau. Ein Lipsi. Was soll ich? Ich soll speichern? Ja, und vielleicht mal das Krokodil versuchen zu kriegen. Warum? Das bringt uns doch um. Meinst du nicht, dass man das kriegen kann? Nein, das bringt uns sofort um. Okay, jetzt hat sie diesen Fisch auf jeden Fall gefressen. Ja. Ich Okay. brauche auch dringend was zu essen. Wenn ich jetzt speichere, ist es Deswegen der Tod. meinte ich halt wegen Krokodile und so, aber gut. Ja, aber wenn ich jetzt speichere und das Krokodil nicht kriege, dann sind wir immer auf diesem Spiel, also auf diesem Hungerstand. Das wäre ja ein bisschen ungünstig. Bei den Redwoods gibt es, glaube ich, keinen Didelphodon, kann das sein? Nee, glaube nicht. Und mittlerweile bist du auch so oft im Kreis rumgedreht, dass ich schon keine Ahnung mehr habe, wo wir eigentlich sind und In wo den wir hin Redwoods. wollen. Ich hab einen Überblick, wo wir sind. Ich bin Okay. allerdings ziellos losgerannt. Also, Ja. vielleicht war das der Punkt, den du gerade meinst. Ja, so ein bisschen. Weil ich habe nämlich keine Ahnung mehr, wo wir eigentlich dann hin wollen. Aber sei es drum. Jack, ich glaube, das war Jack, arbeitet aktuell an einem neuen Wasserbewohner. Dem Champsosaurus. 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 Wie Champion. Ja, genau. Auf jeden Fall und alle Fälle ist es eine. Ich drücke es jetzt mal salopp aus, eine Mischung aus Krokodil und Eidechse. Weil so Körperform und Struktur sind eindeutig Krokodil. Allerdings so vom Wuselfaktor und allen anderen Sachen ist es eher so eine Eidechse. Da hinten ist was. Yep. Er schnuppert und getötet. Und liegen gelassen. Ja, du stehst halt drauf. Ich stehe total drauf. Hops. Dann wollen sie noch an den Animationen des Krokodils arbeiten. Ja, vor allem, wenn man eben draufgesprungen ist. Genau. Das, wo es jetzt einen definitiv umbringt. Genau. Weil während sie Es kommt an. schon her. Verschwunden? Was ist mit meiner Hungeranzeige? Die sieht nicht gut aus. Nee. Ah, Während sie an dem Wachstum des Trikes gearbeitet haben, ist ihnen aufgefallen so, wow, gut, da war ja noch mal was wegen irgendeinem Bug, was die Community immer rumgejammert hat. Was war das eigentlich noch mal? Ach ja, richtig, das Krokodil hat einen ja immer sofort umgebracht, wenn man ihn auf den Rücken gesprungen ist, weil es halt den Angriff weitergeführt hat. Das haben sie jetzt geändert. Oder Ja. sind sie bei zu ändern? Dass es da jetzt auch eine nette kleine Animation gibt, die nicht dazu führt, dass man stirbt sofort. Hm.
Okay, meine Hungeranzeige ist irgendwie total kaputt. Ja. Ist aber, glaube ich, auch ein bekannter Bug bereits, dass es da Probleme gibt. Bislang hatten wir das Problem nicht, deswegen ging ich davon aus, dass wir verschont werden. Na, wir hatten immer mal wieder, dass wir da einen Bug haben. Also das hatten wir schon öfters mal. Ja, aber seit dem neuen Patch. Ach so, ja. Eigentlich wollte ich zurücklaufen, aber ich habe den Weg zurück irgendwie nicht mehr gefunden. Ja, ich bin, also ich bin total verwirrt, wo du bist. Also von daher, lauf einfach mal, du wirst schon irgendwo ankommen. Eigentlich wollte ich nur zurück, weil du meintest, dass du nicht weißt, wo wir hinwollen und so. Und dann dachte ich, okay, geht's zurück zum Salzsumpf. Aber dann bin ich zu weit abgebogen bei der Jagd nach kleinen Nuggettieren. Komm her. Hallo? Jetzt. Dieser Schrei. Habe ich ihn jetzt gefuttert? Nein. Na komm. Du kannst das. Ja. Yay, er kann es doch noch. hi, Anatos. Euch traue ich mich noch nicht so richtig anzugreifen, ehrlich gesagt. Ich glaube auch nicht, dass wir das können, oder? Naja, also ich werde es definitiv mal probieren. Aber nicht in meinem jetzigen Zustand. Hm. Also die Folge wird wahrscheinlich heißen, Lumi läuft im Kreis. Wird sie nicht, und ihr wisst es ja schon, der Titel steht ja bereits über dem Video. Und da ich die Titel mache, nein, wird sie nicht. Gabriel schickt Lumi im Kreis. Nix da. Du bist hier wie eine Besenkte durch die Gegend gelatscht und hast sämtliche Orientierungshilfen über Bord geworfen. Ich habe fürchterlichen Hunger. Ja, das stimmt allerdings. Fürchterlichen Hunger. Und hier gab es wenigstens die Delphodons. Also dachte ich, ich bleib mal kurz hier und jage. Da gibt's Paris. Ich habe Hunger, sag ich, nicht suizidale Anwandlung. da siehst du, ich habe den Weg zurück zum Salzsumpf gefunden. Sehr schön. Wenn es halt hin und zurück gelaufen ist, vielleicht nicht das cleverste von allen Dingen. Ja, vor allem, weil wir irgendwie dringend irgendwie... Was zu essen brauchen? Ja, was meinst du, warum ich weggelaufen bin? Hallo, Trikes. Ohne Eidechse in meinem Alter wird es schwierig. Ja, ich glaube, ich komme einfach nicht mehr so weit runter. Ja, ich kann mich nicht mehr so weit bücken. Das halt sind schon alte Gelenke. Morsch. Nee, das wird nichts. Nee. Da kann ich jetzt stundenlang drum rumrennen. Da suche ich doch lieber einen anderen Detailfutter. Ich könnte es natürlich auch mal mit einem Pari probieren. Ja, schauen wir mal. Das Schlimme ist, wir können jetzt auch tatsächlich nicht schlafen, wenn es jetzt gleich dunkel wird. Nee. Können wir leider nicht. Schildkröte kann man leider nicht fressen. Das ist eine Eidechse. Nee, das sind die Delphodons. Achso. Ja, und hast du ihn auch gleich. Ja, die Delphodons sind so leichte Beute. So, jetzt will ich einfach hier noch ein bisschen links hochgehen. Den Weg, den ich vorhin gegangen bin? Okay. Bist du eben nicht. Das ist es ja. So, irgendwie so in die Richtung und dann am Ende der Welt nach links. Ende der Welt nach links, die ist klar, dass es gleich dunkel wird. Und dass wir die Nacht eh durchlaufen müssen, weil wir sonst sterben. Wir haben eine sehr schlechte Ausgangssituation gehabt. Ja, das stimmt allerdings. Das haben wir uns nur dabei gedacht, uns einfach am Salzsumpf schlafen zu legen. Im letzten Part. Das war naiv. Ja, ein wenig. Und hier ist auch nichts zu fressen. Nee, weil du mich in die brutale Walachei geschickt hast. Ja, und? Du kannst ein paar Defidums. Gabriel schickt Lumi zum Verhungern. So sieht's aus. Weil hier ist halt wirklich gar nichts. Das ist aber auch jetzt halt dieser Bereich der Map, wo halt auch wirklich nichts ist. Ja, das ist schlecht. Überflutung! Gibt's ja theoretisch. Haben wir noch nicht einmal gesehen. Nee, nicht wirklich. Das und der Ankylo, das fehlt uns noch. Deswegen ist es ja auch die Ankylo-Expedition. Ja, die pausierte. Unterbrochen von einer Sondermeldung. Ja, zu Krokodilen und Krokodilähnlichen. Nee, okay, das sind nur die Tochter. Da. Ich befreie dich, ich hole dich aus dem Nassen. Ich sehe dich leider nicht mehr. Hallo? Geht doch. Dann laufe ich mal diesen einen Schritt zu weit und trampel auf ihn rum. Das ist okay, ich mag meine Didelphodons platt gequetscht.
Nur dann schmecken sie richtig gut. Ach, das sieht aber auch schick aus, der Regen. Ja, stimmt schon. Ornis. Siehst du, hier läuft doch ein bisschen was rum. Wir könnten versuchen, einen Orni zu kriegen. Oder davon noch eine Eidechse. Das kann ich probieren. Ja, das ist aber eine Eidechse. Ja, sag doch davon eine Eidechse. Die kriege ich ja eh nicht so richtig. Ah, aber ich mag diesen Regen. Ich verstehe. Upsi, bupsi. Ey, du darfst doch nicht einfach davonlaufen. Das finde ich nicht okay. Jetzt muss ich ein bisschen regenerieren. Aber man kann hier so schön von der Herde trennen. Ja. Das finde ich gut. Leider seht ihr jetzt gleich auch nichts mehr. Nee. Das tut uns sehr leid. Dann machen wir vielleicht hier einen kleinen Cut. Ja. Und erzählen euch, ob wir erfolgreich den Orni gejagt haben und ob wir ihn noch sehen können. Gerade eben so optimistisch angekündigt, dass wir die Nacht schon überleben werden. Wir haben gegen einen Orni gekämpft. Ich hatte einen Blick auf meinen Health-Balken und wie ihr seht, wir haben auch eigentlich von allem noch etwas. Ja, ich bin gerade... Aber wir sind gestorben. Irritiert. Ganz mysteriös. Irgendwie. Und plötzlich. Und vor allem hatten wir den Orni schon so weit, dass er im Fluchtmodus war und wir hätten ihn jetzt wahrscheinlich gleich gekriegt, aber nee. Aber wir haben auch schon seit 2 Stunden an ihm rumgeknabbert, mehr oder weniger. Ja, wir haben die ganze Nacht nichts anderes getan. Und also irgendwie stimmt da was von den Health-Punkten noch nicht so ganz. Aber okay, dann würde ich doch mal sagen, wir beginnen gleich wieder im wunderhübschen Salzsumpf. Mit leider demselben Hungerproblem. Mhm. Schade, schade. Mist. Aber wir können dann vielleicht im Salzsumpf gleich eine Nummer größer werden. Dann machen wir vielleicht auch mehr Schaden. Weil das können wir tun. Wir können ja aufwachsen und durchs Aufwachsen verlieren wir ja nichts. Das können wir tun. Soll ich mich mal mit einem Anato anlegen? Du hast doch gesagt, du willst nicht wegen dem desolaten Lebensstand. Ja, aber jetzt habe ich ja gespeichert gerade. Ja, okay, dann... Und sie sind halt wenigstens hier, ne? Vielleicht sind die gar nicht so krass. Machst du Schaden? Naja, meckert zumindest. Aber du scheinst ihm noch nicht so viel Schaden gemacht zu haben, dass er dich als ernstzunehmenden Gegner wahrnimmt. Naja, dadurch, dass die Angriffe von dem Anato sehr schwach sind... Ist, glaube ich, auch nicht so wild. Oh Gott, ich will nicht von ihm zertrampelt werden. Geh weg. Das ist die Gefahr tatsächlich. Verdammt. Keine Ausdauer mehr. Ja. Ich regeneriere mal ein bisschen. Das wird jetzt wahrscheinlich auch Ewigkeiten dauern, wenn der Orni schon so lange gedauert hat. Ja, aber ganz ehrlich, aber die Ornis sind auch... Also von den Lebenspunkten her sind Ornis weit übertrieben. Die haben einen schützenden Federpanzer. Ja, sorry, aber es gibt... Okay, das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Aber ich glaube, sie haben das wieder ein bisschen hingekriegt, weil man greift jetzt ja auch an optisch. Mhm. Oh Gott, da bin ich aber jetzt komisch abgefedert worden. Da liegt was Totes rum. Ach, die haben sich jetzt gegenseitig umgebracht. Ah, sehr schön. Das ist dieser Bug. Sehr schön. Dann viel Spaß beim Futtern, würde ich sagen. Essensproblem ist gelöst. Ruckel. So sieht also ein toter Anato aus. Haben wir ja auch noch nicht gesehen. Nee. Zumindest das haben wir hingekriegt. Yay! Wenn wir schon keinen Ankylo vorzuweisen haben. Wir können Kadaver fressen. Sehr schön. Aber wir haben es leider nicht mitgekriegt, wie sie ihn umgebracht haben. Egal, ich habe den erledigt. Na, natürlich. Testosaurus war erfolgreich. Das kann keiner das Gegenteil beweisen. Das können wir ihn aber nicht fressen, oder? Doch. Natürlich. Oh, sehr gut. Vielleicht sehe ich nicht, dass wir fressen. Doch, wir fressen. Ich kann es dir nur nicht leider besser zeigen, weil... Ja, aber der Lebenspunktenbalken, also der Futterbalken zeigt auch nicht an, dass wir fressen. Ja, wir haben, glaube ich, wirklich diesen Bug mit dem Futterbalken. Aber wir fressen durchaus, da ist so ein kleiner grüner Balken. Siehst du den? So dieser kleine grüne Strich über dem Orange? Ja, der... Ah, okay. Aber der ist anscheinend wirklich ziemlich kaputt.
macht die Sache ein bisschen schwierig, um zu wissen, wo man gerade steht. Ja. Aber prinzipiell steigt er und sagen, er steigt, finde ich, ist alles gut. Aber irgendwie sieht das wie ziemlich cool aus. Ja, mir gefällt es auch. Doch, auch mit den roten Augen und so. Doch, ziemlich cool. Nom, 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 nom. Gut, wir sind also diese Folge nicht weit gekommen. Nein, nicht so ganz. Einmal Salzsumpf hin und zurück oder so. Aber ich finde es cool, wie auch die Beine abstehen. Mhm. Naja, weil halt da noch ein bisschen Gewebe dazwischen ist. Ja. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen ärgerlich, dass wir nicht mitgekriegt haben, wie sie sich gegenseitig bekriegen. Ich weiß auch nicht tatsächlich. Ach, er wollte wahrscheinlich seinem Kumpel helfen und hat dann einen von seinen Leuten angehauen. Vögel. Ich höre sie und ich habe den Schatten gesehen. Da. Zwischen den Bäumen. Mhm, hat es jetzt nicht so richtig gut gesehen, aber zwischen den Bäumen gab es ein paar bewegte Pixel. Ja. Ich habe die Schatten am Boden gesehen. Das finde ich so cool. Das macht wirklich einen Unterschied, dass es das jetzt gibt. Das und die Fische. Ja, die Fische finde ich auch sehr schön. Om, nom, 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 nom. Ich glaube, wir können hier noch 3 Stunden essen. So richtig hoch geht der Futterbalken nicht. Ja, ich weiß halt auch nicht so ganz. Also er geht schon hoch, so ist es nicht, aber halt... Ich bemerke übrigens nochmal, wir sind nicht auf dem Testing Ground. Nee. Das aber sind auch, wir dass die Beine nicht. Sich noch so bewegen und sowas. Doch, finde ich ziemlich cool. Ich finde, der ist richtig schön gestorben. Wir haben das ja häufiger, dass dann die Leichen irgendwie doch ein bisschen doof liegen und so ineinander reingewurstelt sind. Aber die Ragdoll sieht echt gut aus. Ja, finde ich auch. Also ich finde den wirklich hübsch. Und so kann man ihn sich auch mal richtig schön angucken. Ich kann auch gerne mal näher ran. Bist du schon näher dran? Nein. Oh, du drohst? Welche hast du denn da? Ich wollte nicht drohen. Ist das dein Ernst? Ich bin aus Versehen auf E gekommen. Ist E jetzt drohen? Und jetzt ist natürlich die gesamte Anato-Herde voll sauer auf mich. Ich wollte wirklich nicht drohen, Leute. Könnt gehen. Ist okay. Ich will gar nichts von euch. Nee, sorry, ich wollte mir nur doch, euren Kumpel anschauen. Die sind auch vollkommen entspannt. Alles gut. Du hast ja die Kampfmusik nicht mitgekriegt. Und er hat sich ja auch zu mir umgedreht daraufhin. Und macht jetzt auch seine Kampfbewegungszuckungen mit seinem Schwanz, oder? Nee, nur einmal ganz kurz. Ich meinte natürlich, dass ich mir ihn auch so anschauen kann. Okay, Zoom geht leider nicht mehr. Die Perspektive. Ach ja, ich habe sie ja umgelegt. Also beziehungsweise nicht umgelegt, sondern ist ja das Original noch. So kann man ihn sich ein bisschen näher anschauen. Schau mir in die Augen, Kleiner. Ich versuch's. Nein, aber das war... Om, nom, nom. Aber unser Hungerbalken sieht doch deutlich besser aus. Okay, ich kann ihn hier nicht futtern. Ich kann wirklich nur gutes Bauchfleisch fressen. Ja, das macht aber auch Sinn. Ach. Was? Naja, gerade hast du reingebissen und auf einmal ist das gestiegen. Naja, dieses Dunkelgrüne ist ja auch das, ich bin gesättigt. Das Dunkelgrüne ist nur halt schneller als das, ich habe was gefressen irgendwie. Irgendwas stimmt da nicht so richtig. Ja, deswegen. Aber wir futtern uns jetzt trotzdem mal so voll wie geht. Einfach aus dem Grund, damit man dann auch jetzt nicht gleich wieder die Schwierigkeiten hat. Ich finde aber auch, dass man sollte nicht so schnell wieder Hunger haben. Ja, aber ich weiß jetzt auf jeden Fall, was ich tue, wenn ich Hunger habe. Ich sorge für Unruhe in einer Anato-Herde. Das ist meine neue Überlebensstrategie. Aber ich möchte den jetzt natürlich schon komplett auffuttern. Wie viel Fleisch kann denn da drin sein? Ja, so, dass ein Rex wahrscheinlich satt wird. Ja, aber kein Dakota Raptor. Weil ich glaube, das ist eher, also hauptsächlich Beute für einen Rex. Na, würde ich nicht mal unbedingt sagen. So eine kleine Raptor-Herde? Ja, da freue ich mich auf den Multiplayer, weil da ist es dann halt wirklich so, einer springt rauf, während die anderen dann irgendwie in die Beine beißen oder sonst irgendwie was. Ja, schon allein das Abtrennen von der Herde kann sich da echt lohnen. Ja, aber ich glaube, da können wir jetzt noch stundenlang futtern, das wird nicht besser werden. Ja, also wir werden noch weiter fressen, aber wir verabschieden uns trotzdem schon mal an dieser Stelle. Denn so spannend ist das jetzt, glaube ich, auch nicht, wie ich hier stehe und futtere. Ja, aber das Wichtigste war ja der Devlog, den habt ihr jetzt gehört.
Ja, und dann starten wir im nächsten Video tatsächlich an derselben Stelle wieder. Genau. Auf der Suche allerdings nach dem Ankylo. Dann voll genährt. Hoffentlich. Davon gehen wir aktuell aus. Genau. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Mhm. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, Nöte habt oder ähnliches, ab in die Kommentare damit. Ja. Und dann? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.